Sie sind die Nervenbahnen unserer globalisierten Welt. Glasfaserkabel und Kommunikationssatelliten leiten Bits und Bytes in Form von Lichtblitzen und Funksignalen um die Erde. Ohne sie gäbe es keine moderne Telekommunikation und kein schnelles Internet. Doch die übertragenen Informationen können unbemerkt mitgelesen werden. Wissenschaftler sind dabei, das zu ändern. Mithilfe der merkwürdigen Gesetzmäßigkeiten der Quantenphysik. Experimente zeigen, dass dies gelingen kann. Und zwar, wenn man Informationen mit Lichtblitzen überträgt. Allerdings nicht wie bei Morsezeichen, bei denen Abfolgen von Licht an und Licht aus die Nachricht kodieren, sondern wenn man die Information direkt in die Wellenpakete einschreibt. Und zwar sowohl in die Amplitude als auch in die Phase der Wellenpakete. Hier spielen Gesetze der Quantenphysik eine entscheidende Rolle. Und das eröffnet ganz neue Möglichkeiten. Denn Amplitude und Phase eines Wellenpakets lassen sich nicht gleichzeitig exakt festlegen. Der Physiker Werner Heisenberg hat dies 1927 in seiner berühmten Unschärferelation festgestellt. Sie besagt, dass in der Quantenwelt bestimmte Eigenschaftspaare nie gleichzeitig beliebig genau festgelegt werden können. Und genau diesen Effekt wollen die Wissenschaftler nun für einen quantenmechanischen Kopierschutz nutzen. Denn solange niemand misst, etwa mit einem Empfänger oder durch heimliches Mitlesen, sind sowohl Amplitude als auch Phase eines Wellenpakets in Wirklichkeit unscharf. Eine Messung von Amplitude und Phase liefert zwar exakte Werte, doch diese Werte sind in den Grenzen der Unschärfe zufällig. Wird eine Messung bei einem identisch erzeugten Wellenpaket wiederholt, zeigt das Ergebnis einen anderen zufälligen Wert aus dem Unschärfebereich. Das ursprüngliche unscharfe Wellenpaket kann deshalb nur durch eine Vielzahl von Messungen an identisch erzeugten Signalen komplett erfasst werden. Und nun kommt der Clou. Bei einer Signalmessung, also etwa auch beim Mitlesen von Übertragungen, hat man aber nur einen Versuch. Die Messung des Wellenpakets ergibt dann einen zufälligen Wert aus dem Unschärfebereich. Doch die Information über den restlichen Unschärfebereich geht bei der Messung verloren. Das Wellenpaket kann daher nicht exakt kopiert werden. Die Kopie unterscheidet sich vom Original. Physiker sprechen vom No-Cloning-Theorem. Genau diesen Effekt nutzen die Wissenschaftler nun, um Kommunikation abhörsicher zu machen. Wollte ein Unbefugter bei einer Übertragung unbemerkt mitlesen, dann müsste er die Wellenpakete dazu vermessen und anschließend eine exakte Kopie weiterleiten. Doch genau das ist eben nicht möglich. Das Messen und Kopieren verändert die Wellenpakete. Der Abhörversuch fliegt dadurch auf und die Übertragung kann rechtzeitig abgebrochen werden. Eine weltweite Quantenkommunikation könnte unbemerktes Mitlesen bei der Datenübertragung daher unmöglich machen.